Ich habe eine Frau da und sie sagt mir, einer ihrer größten Erkennungsmerkmale sei gewesen, dass sie immer auf den letzten Drücker daherkam, immer etwas knapp, immer im Schuss, immer eigentlich schon fast, wenn die Türe schon wieder zu ist. Ich kann aber nicht ergründen, in welcher Art sie zu jemandem steht. Und darum dachte ich, komm, soll doch jemand anders kommen, aber sie bleibt. Also versuchen wir es miteinander. Sie meint, wenn sie jetzt schon mal pünktlich ist. Sie zeigt sich als klein und zierlich, als jemand, dem man nicht so viel zugemutet hätte, sie so zerbrechlich gewirkt hat. Ich glaube nicht einmal, dass es unbedingt vom Aussehen gewesen ist, sondern mehr von ihrem Charakter her. Kann jemand mit dieser Lady schon etwas anfangen? Jemand, der immer auf den letzten Drücker noch in die Runde platzte. Nicht? Doch. Da, nicht mehr. Aber das mit der letzten immer auf den letzten Drücker. Dann erzähle ich einfach einmal weiter und das fein und zierlich. Aber sie hatte es gern fein und zierlich. Sie hatte gerne Klimbim und einfach, wissen Sie, was ich meine? So wie? Ja? Passt das? Ah, das wird passen. Ja, dann ist es. Und sie ist schon ein bisschen ein Unikum. Also ich bekomme so den Eindruck, es gibt nicht viele, die man mit ihr vergleichen könnte. Sie ist einfach, so wie sie war sie, und darauf war sie stolz. Und das hat sie einfach gelebt, nicht einmal stolz, einfach gelebt. Sie hat es nicht in Frage gestellt. Können Sie das so nehmen? Das ist so selbstverständlich, dass man einfach das ausdrückt und ich bekomme auch den Eindruck, dass sie gerne viele verschiedene Farben hatte, dass sie auch Dinge kombinierte, die nicht jeder immer so kombiniert hätte. Und das hat sie nie hinterfragt, das war für sie einfach so, das ist sie. Das können Sie verstehen. Und das, mit dem möchte sie gern zu Ihnen kommen. Sie möchte, dass ich Ihnen sage, dieses, so wie Sie sind, das, was Sie ausmacht, dass Sie das noch, Sie hinterfragen sich noch viel. Sie wissen zwar, was sie gerne möchten, Sie wissen auch, was Sie gut können, und doch ist da immer wieder diese nagende Frage und sie verlieren sich darin, ob sie sich nach dem Außen orientieren sollen oder einfach das tun sollten, wie es ihrem Herzen entspricht. Können Sie damit etwas anfangen? Und da möchte sie Ihnen ganz viel Power bringen, ganz viel Farbe bringen auch. Ist doch völlig egal. Geht nicht auf Hochdeutsch. Einfach machen, trauen Sie sich, denn die Freude, die Sie daraus schöpfen werden, entschädigt für die schiefen Blicke, die Sie nur denken, Sie könnten sie ernten. Und da ist sie so präsent und möchte sie pushen. Da muss etwas sein in Kürze, irgendein Termin oder etwas,
das für sie noch wichtig ist. Wissen Sie, wovon sie spricht? In den nächsten drei Wochen, also wissen Sie was? Und da sollen sie so richtig auf die Pauke hauen, so richtig ein neues Leben einstarten, durchstarten. Ja, und all diese Dinge einfach tun, die sie so gerne möchten. Und sie wird dabei sein. Danke.